Jetzt gibt's wieder die beliebtesten Level auf sehr schwierig und irgendwie kommt's mir so vor, als würde ich das ständig sagen, obwohl ich's nur einmal die Woche aufnehme. Big Boy Fortress ist auf Platz Nummer 5, ein Level, bei dem wohl der Riesenpilz zum Einsatz kommt. Und das mag ich, denn damit lassen sich verrückte Sachen machen. Oder zumindest coole. Dr. Taube. Da kommt er raus. Und das ist auch direkt ein Big Boy Sprung hier am Anfang, wenn ich das richtig sehe. Genau, nur der erste Block geht kaputt. Nach einem Sprung. Das kommt ein bisschen selten vor. Deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt hier auspacken darf. Vielleicht sollte ich auch gar nicht stehen bleiben in den meisten Fällen. Sondern einfach gehen. Oh, yes! Das ist eine gute Idee. Man kann da am Anfang sogar direkt losrennen. Und sammelt den Pilz ein. Das war unglücklich. Jesus Christ! Nein, wieso? Wieso hat mich der nur so lappenhaft weggestoßen? Ja, okay, hier käme ich auch ohne Pilz weiter, aber am Ende brauche ich ihn. So oder so. Oh Gott, warum muss man hier so abbremsen? Doing. Hey, der gibt einem einfach nicht mehr mit, der Koopa. Der will nicht. Andere Richtung? Zumindest die Markierung hat's angezeigt. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, hier muss ich mich treffen lassen und hier ist das Ende. Ja, schade. Da hätte ich jetzt gern noch mehr Level gesehen. Das hat Spaß gemacht. Weil das so ein bisschen dem Trend folgt, was man in den beliebten Leveln findet. Aber eben mit dem Twist des großen Pilzes, mit dem man dann doch noch ein paar andere Hindernisse einbauen kann. Das war trotzdem gut. Hat mir gefallen. Auf Platz Nummer 4 ein japanisches Speedrun-Level. Und wenn es das in die besten Level schafft, dann muss es doch eigentlich gut sein, oder? Thank you for PAing. 20 Sekunden Speedrun. Das würde mich echt mal interessieren, wie viele es davon gibt inzwischen. Oha! Na gut, wenn du meinst, dann springe ich hier mal etwas präziser. No, was ist das? Sag mir jetzt nicht, da kann man einfach durchrennen. Ich glaube, man kann da einfach durchrennen. Oh, diese Kante. Wieso ist die da? Hoppa. Ich war halt noch irgendwie in dem Modus drin, dass die Schalterblöcke Hinweise sind, wo man hinspringen soll, aber das ist in diesem Fall nicht mehr gegeben. Die sind nur dazu da, um den Swamp zu killen. Yep. Und der Rest ist Action. Der ist nur Schau. Boah, was ist das für ein Sprung? Muss man da irgendwo zwischenlanden? Nee, geht ja nicht. Der ist heftig. Okay, man muss wirklich von der letzten Kante aus abspringen. Dann klappt das. Aber auch nur dann. Nein! Okay, nach oben. Man darf halt nirgendwo in Panik geraten. Oh, wo ist denn der jetzt hängen geblieben? Okay. Nach oben. Und Ziel. Ja, war eigentlich ein ganz normaler Speedrun. Eher auf der einfachen Seite. Bis auf diesen einen Sprung über die Sägen. Da muss man wirklich von der letzten Kante abspringen. Aber ansonsten... Ja, weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Es war so... Es hat ja schon genug Sterne. Es ist ja schon in den besten Listen drin. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Break me off... Nee, break me off a piece of that. Brich mir ein Stück davon ab. Von Torbjörd. Apfelsoße. Chrysler Auto. Fußball Cream. Claude Van Damme. Fancy Feast. Sind das irgendwelche Anspielungen, die ich nicht verstehe? Wahrscheinlich. Ist das schon wieder ein Speedrun-Level? Huch. Oh! Das ist ja witzig. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu langsam. Es sei denn, ich muss hier den Pilz einsetzen. Ja. Ich denke, so war es gedacht. Das Level
baut sich quasi... Oh! Das Level baut sich quasi selbst vor meinen Augen auf. Ja, nice. Also da kommen zwei raus. Ein bisschen Abstand halten, damit man auch drauf reagieren kann, was da eigentlich passiert. Dass da irgendwelche Gegner rausploppen. Kannst du das nochmal machen? Und nicht irgendwie bis Ostern warten? Okay, spielt keine Rolle. Checkpoint! Und weiter geht's. Joschinski! Ah, das ist ja mal eine mega gute Idee. Halleluja. Tja! Jetzt fängt es sich sogar an, direkt wieder selbst zu zerstören. Nicht zerquetschen! Ich sagte nicht zerquetschen, aber ich bin an irgendwas hängen geblieben. Am letzten Pixel von irgendwas. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Warum? Ich habe extremen Respekt vor diesen Dingern. Ich will das Ding nicht verlieren. Kann das eigentlich auch despawnen oder macht das wirklich unendlich weiter? So, oh, der war jetzt schon richtig weit aus dem Bild und hat trotzdem noch weitergemacht. Das ist sehr interessant. Checkpoint Nummer 2. Mal gucken, ob es nochmal schwieriger wird. Boah, ist das cool. Damage Boost. Mhm. Keine Ahnung, warum ich jetzt oben getroffen... Aber da ist schon das Ziel. Das ging ja schnell. Ich frage mich, ob man da auch mit dem Objekte-Limit kämpfen muss. Man kann ja nicht unendlich Sachen platzieren. Aber ich glaube, wenn man die ganzen Dinge in Blöcken versteckt, dann zählt das erstmal nicht zum Limit dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Okidoki. Hat zwar den gleichen Fehler nochmal gemacht und bin in die Spinies reingesprungen. Diesmal konnte ich es aber noch retten. Weiß auch nicht, die Stelle, wenn man da halt noch unter dem Timer ist, dass man gleich wieder verletzlich wird, da will man da so schnell wie möglich weg. Aber gut, Ausreden beiseite, hab's ja irgendwie durchgebracht. War das schon Level Nummer 3? Ja, das ist aber dumm. Wie soll ich denn hier nur einen Part füllen? Naja, zur Not steige ich noch weiter unten ein. Malignant Meyer, Frank 88, der sagt mir was, der Name. Wissenschaftler sind sich immer noch nicht ganz sicher, was tödlicher ist. Gift oder Pflanzen? Ich schätze, das finden wir jetzt heraus. Können wir mal eine Strichliste führen, ob ich häufiger am Poison oder an den Pflanzen sterbe. Also nicht ich, aber wer Lust hat. Uah! Die werden kontrolliert. Die Toten, die Zombies, werden von den Pflanzen in Anspruch genommen. Wie in Super Paper Mario. Nein, muss ich das jetzt echt hier über mich ergehen lassen? So total uncool. Und das ist ein Punkt für das Gift. Ich lasse den jetzt mal hier runterrennen. Dann geht er mir nicht mehr auf den Keks. Weil die sind ja genauso easy zu vergiften. Ah! Ich sehe dich. Auch wenn du dich im Gift versteckst. Das ist auch eine nette Idee. Dass man so lange den Hindernissen ausweichen muss, bis man wieder weiter kann. Wo das natürlich auch ein bisschen stressig ist. So, jetzt muss ich mich beeilen. Sonst schaffe ich das sicher nicht. Nein, 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 nein! Oh. 2 Punkte. 2-0 fürs Gift. Jetzt bin ich da wieder ein bisschen spät runter. Beeil dich. Puh. Obwohl man natürlich der Fairness halber auch sagen muss, dass das Gift nicht allein schuldig ist, sondern die Pflanzen den nötigen Druck aufbauen, damit das überhaupt erst passieren kann. Ah, stopp! Ich glaube, die sollte ich alle aus dem Weg räumen. Das Gift steigt unaufhörlich. Ich bin... ja, okay. Da geht's als erstes hin. Ach. Okay, das war... Das würde ich ja fast eigentlich mir selbst zuschreiben und nicht der Piranha-Pflanze. Aber okay.
2:1. Immer noch für das Gift. Dass die Kamera aber auch wirklich so schlecht mitgeht in den vertikalen Leveln, das ist schon ein bisschen doof gemacht, oder? Vielleicht soll das Teil der Challenge sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt steppen die Piranha-Pflanzen aber ihr Game nochmal richtig ab. Was für ein Denglisch. So. Oh! Gut, dass ich da nicht zu schnell war. Doing, doing, doing. Mhm, da oben sind nur Dekoranken. Das weiß man manchmal nicht so genau. Und jetzt werde ich hier gleich eingekerkert. Ja, halt! Nice, ein Stein. Da hatte das Gift nicht wirklich eine Chance, mich zu erreichen. Das war richtig unfair gegenüber dem armen Gift. Hua! Darauf bin ich jetzt schon vorbereitet. Damit kriegst du mich nicht. Na, beim nächsten Mal dann vielleicht. Ja, das ist voll gruselig. Mhm. Ich sehe, was zu tun ist. Und den Schalter muss ich auch noch aktivieren. Jetzt wird's aber eng. Ich kann es schon riechen. Der faulige Gestank. Halt, stopp. Des Giftes. Oh nein, ich habe nicht gemerkt, wo die Piranha-Pflanzen sind. Okay. Vielleicht muss ich die nicht alle killen. 2 würden auf jeden Fall reichen, dann komme ich dran vorbei. Aber da hat man ja echt nicht viel Zeit. Habe ich jetzt so geschnarcht? Ich habe vielleicht nicht alles auf Anhieb erkannt, wo ich hin muss, aber trotzdem. Phew. Oh, und 2:2, ne? Nein! Ich darf halt nirgendwo warten, wenn ich das richtig erkannt habe. Sonst wird's am Ende zu eng. Oh, geh, ich hier. Naja, so viel schneller als letztes Mal bin ich jetzt wirklich nicht. Und hepp. Okay, 2 müssen reichen. Für 3 hätte ich auch wirklich gar keine Zeit gehabt. No, wieso latsch ich jetzt schon zum 2. Mal von so einem Block runter? Halt an, Toilette, halt an. So, diesmal habe ich ein bisschen mehr Zeit rausgeholt. Nützt mir nur nichts, weil... Ah, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Puh. Piranha-Pflanzen an Schrägen, das ist irgendwie eklig. Nein, das kann man nicht schnell genug sehen, please. Ich glaube, ich habe die Zeit. Wo sind die Säure jetzt überhaupt? Die keinen Bock mehr? Doch. Und da unten geht's lang. Sieht aber nach Ziel aus. Mhm. Latschen wir jetzt nicht nochmal vom Block. Und dann kriegen wir das auch hin. Das war ein sehr interessantes Level. Was ist jetzt der Endstand? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube immer noch 2 unentschieden. Ich glaube unentschieden. Machen wir es wie bei Galileo. Da geht auch immer alles unentschieden aus. Um niemanden zu verärgern. Man weiß, wie das funktioniert. Dekaizo. 0°C. Ein Team Shell Level. Baby Brain Shell Kaizo. Heißt das, dafür muss man sich nicht besonders anstrengen. Jeder Idiot kann dieses Level schaffen, soll das heißen. Ja, supi. Blamage incoming. Ich wäre fast jetzt schon gestorben, weil ich nicht gecheckt habe, dass es hier glatt ist. Aber das spielt zum Glück auf, solange ich auf den Gegnern balanciere, keine Rolle. 2-mal. Deswegen waren da auch 2 Münzen. Darf ich hier gar nicht sterben? Was ist das denn für ein Käse? Ah. Okidoki. Ein Checkpoint für mich. Es ist glatt. Und ich habe nicht dran gedacht. Erneut. Oh, man setzt sich aber auch überhaupt nicht in Bewegung. Sowieso Absicht. Dude!
Wieso ist es glatt? Wieso hat er das gemacht? Das ist so unnötig. Es wäre nicht nötig gewesen. Es hat überhaupt keinen Mehrwert für dieses Level. So. Noch weitere 3 Münzen? Nein! Vielleicht soll ich sogar den Kugelwilli nochmal benutzen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Nee. Haut's nicht. Ich muss es direkt schaffen. What? Okay, es ist noch früh am Morgen, okay? Ich kann nicht einen einzigen Schritt voraussehen. Es geht nicht. Tada! Mehr Baby Brain, Kaizo. Shell. And Tell. Oh ja, okay. Also der letzte Abschnitt, da kann ich eine Unterschrift drunter setzen. Das war wirklich easy peasy. Da musste man eigentlich gar nichts mehr machen. Der war nur, um das Level zu strecken. Es war, boah, war okay. Spaß hat's auf jeden Fall gemacht. Über die größten Teile hinaus. Aber, ich brauche noch mehr. Ach, guck mal. Ein neues Level von Dremmy. Direkt nach dem Special. Shell Surfing mit nur 0,59% Abschlussrate. Da kommt man, glaube ich, mit Baby Brain nicht mehr allzu weit. Sludge Factory. Ist das dann ganz neu? Müsste eigentlich. Weil vor 2 Tagen war das noch nicht da. What the hell? Okidoki. Wo muss ich hin? Da. Ich sehe es echt fast nie. Wenn die Buzzy Beetles vor dem Hintergrund, ich sehe die nicht. Okay, habe alles richtig gemacht. Nur nicht das Timing. Holy moly! Ja, diese Rückwärts-Shelljumps, ich versau die ganz oft. Weil man halt dadurch, dass man sich umdreht, Schwung hergibt. Und den muss man anschließend wieder aufbauen, indem man nochmal ein bisschen stärker in die andere Richtung drückt. Weiß nicht, dafür ist mein Daumen zu langsam. Oder nicht kräftig genug. Ich mache die Bewegung immer nur zu kurz. Ich tapp dann immer nur, so Super Mario World Style. Nein, nicht so weit springen. Das ist wieder so einer. Ich finde die so cool. Ah, zu früh geworfen. Oh, jetzt im Ernst. Fängt die das Ding nicht auf. Kooperation ist angesagt, Toadette. Kooperation. What? Okay, 4-mal. Und dann ist der Weg frei. Hoffe ich. Das könnte auch eine normale Plattform sein. Das wär irgendwie weniger trollig. Ja, der Wurf muss schon genau stimmen. Man hat es ja gesehen, letztes Mal war ich ein bisschen weiter hinten und dann wurde ich direkt abgeblockt. Echt noch früher werfen. Also eigentlich vor der Markierung. Okay, ich check ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt hier funktionieren soll. Wenn ich nicht dahin springen darf, wo die Markierungen sind. Wo soll ich denn dann hin? Das... Was soll hier passieren? Okay, jetzt hat's funktioniert. Es ist also nur dieser eine Spot, wo man den Panzer treffen kann, ohne die unsichtbaren Blöcke mit den Flammen drin zu aktivieren. Aber das ist sehr, sehr merkwürdig.
Okay, okay, jetzt kann ich durch. Und hab's geschafft. Ja, ich hatte jetzt das Problem, dass es beim ersten oder zweiten Versuch nicht funktioniert hat, als ich dahin gesprungen bin, wo die Markierungen sind. Aber irgendwie, naja, hat's jetzt doch funktioniert. Hat mich nur für eine Weile ratlos gelassen. Alles klar. Dann beende ich hier die beliebten Level, aber ich habe noch eins. Und zwar dieses 40 Sekunden Speedrun Level von Juju. Ist das einzige Level, das mir in letzter Zeit zugesendet wurde. Deswegen packe ich das jetzt einfach noch an das Ende dieses Parts hier. Passt ja auch irgendwie. Beliebte Level. Zuschauerlevel sind bei mir immer beliebt. Hoppla. Also da stand was von wegen Spring auf die Kanonenkugeln. Und das scheint sogar zu funktionieren. Lel. Wie viele Sekunden sind rum? 12. Ich habe also noch einiges an Level vor mir. Was war jetzt eigentlich mit der anderen Kanonenkugel von oben? Die habe ich gar nicht benutzt. Hui. Nein, ich war zu schnell. Betrug. Aber man kann am Anfang durch den Galumba einfach durchrennen. Habe ich gerade festgestellt. Weil der doch ein bisschen anders springt als in Super Mario World. Juhu! Nein! Oh, das war's. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, schon wieder zu schnell zu sein. Yep. Love to that! Oh, yes. Das hat allerdings wirklich sehr gut zusammengepasst. Finaler Abschnitt, schätze ich mal. Sind nur noch 11 Sekunden übrig. Zum Zeitpunkt, als ich den Satz angefangen habe. Oh, nee. Okay. Da wollte er mich noch drankriegen mit dem alten Donut-Trick. Jo, das war spaßig. Ein spaßiges Speedrun-Level. Ich mach das auch gerne. Ich habe vor kurzem schon mal gesagt, dass ich auch gerne mal ein Level bauen würde, das Kanonenbälle benutzt. Irgendwie ist das cool. Damit ist der Part jetzt hier wirklich zu Ende. Schickt mir Level ein, wenn ihr welche habt und wenn ihr wollt, dass ich sie spiele. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.